Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frank Spiels Streets of Rogue. So, ich habe in einer Folge, die ich jetzt nicht veröffentlicht habe, tatsächlich das Spiel mal einmal versucht mit Keyboard und Maus zu spielen, weil ich erst dachte, das wäre vielleicht ein bisschen einfacher. Fand ich aber ehrlich gesagt nicht, deswegen wechsle ich jetzt wieder aufs Gamepad. Ich erzähle euch das Ganze eigentlich auch nur deswegen, weil ich innerhalb dieser Runden, in der ich Charaktere sonst einfach mal ausprobiert habe, den Gorilla freigeschaltet habe. Und zwar habe ich, während ich mit dem Dieb unterwegs war, irgendwo einen Gorilla freigelassen und zack war der Charakter freigeschaltet. Das war jetzt keine super spannende Aktion. Ansonsten habe ich eben mal ein paar Chicken Nuggets ausgegeben und habe unter anderem die Belohnung Laser ignorieren dich gekauft und den Fensterschneider. Und das ist eigentlich auch schon alles, was ich gemacht habe. Da ihr jetzt nicht gesehen habt, wie ich mit dem Creep, dem Dieb und dem Hacker gespielt habe, fange ich damit jetzt einfach nochmal an und spiele mal mit dem Creep, dem Gangster. So, ich habe mittlere Ausdauer, Geschwindigkeit und Nahkampffähigkeiten und ganz gute Fernwaffenfähigkeiten. Blatschläger. Okay, Blats greifen bei sich Kontakt an. Zusätzliche Erfahrungspunkte für das Töten von Blats. Das ist offensichtlich so die gegnerische Gang, wenn man so will. Experte für Teambildung, Rekrutiererin von maximal 3 Anhängern. Startgegenstände, Messerpistole, Freundesrufer. Damit kann ich also offenbar so Leute rufen. Das will ich auch mal ausprobieren. Okay, hat sich den Creeps angeschlossen, nachdem er Zeuge wurde, wie sein Vater von den Händen eines Blats ermordet wurde. Eigentlich war es gar kein Blat, es war nur ein nackter Mann, der von einem extremen Sonnenbrand in den Wahnsinn getrieben wurde. Der Gegner, der Gangster, sollte wahrscheinlich mal einen Sehtest machen. Große Aufgabe, Straßenkrieg. Beseitige jeden einzelnen Blat, der dir begegnet und sorge für dauerhafte Dominanz der Creeps in der Stadt. Okay, wir fangen auf jeden Fall mit Messer und Pistole an. Das finde ich schon mal ganz gut. Und diesen Freundesrufer, den werden wir auch mal probieren. Ausprobieren. So. Okay, dann schauen wir mal, wie das hier mit den Tasten ist. Okay, die Leute fangen einfach an zu tanzen, wenn ich das Ding anmache. Very interesting. So, nun habe ich wieder eine Sache vergeigt, und zwar bei der Spieleinstellung Gamepad neu binden. So, da wollen wir jetzt einmal die genau hier die Spielerstatistik-Taste, die setzen wir nämlich jetzt auf den Klick mit dem linken Stick. Das funktioniert nämlich aus irgendeinem Grund mit dem Tab-Knopf nicht. Okay, alles klar. Keine Ahnung, das war jetzt zwar nicht so ganz geplant, dass ich das auslöse, ist aber auch wurscht. Wir gehen auf jeden Fall jetzt hier zum Drogendealer. Bei dem bekommen wir dann als Belohnung eine Granate. Und wenn wir diese Knöpfe, diese Schalter alle betätigen, bekommen wir erhöhte Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer. Joa, okay, fein. So. Auf jeden Fall mit beiden auseinandersetzen. Ist irgendjemand unsichtbar hier? Oder tatsächlich, da war ein unsichtbarer Kerl? Ich werd irre. Okay, das war sowieso nur ein Helfer. Der Boss hier war auf einmal unsichtbar. Naja, okay, das macht nichts. Das macht nichts. Blöd ist natürlich, dass wir wieder einiges an Gesundheit verloren haben, aber ich glaube, das wird einfach noch ein paar Runden brauchen, bis ich da wirklich die Routine habe. Das bitte ich zu entschuldigen. Für mich ist das Spiel aber auch neu. So, hoffen wir mal, dass wir jetzt zumindest mal einen Floor jetzt schaffen. So,
meine doch, wir haben doch noch Pistolenmunition. Genau, war die dann irgendwie überladen? Oder was war da los? Keine Ahnung. Okay, also dem ist das völlig egal, was ich hier mache. Okay. Ja, okay, lustig. Das war denen eigentlich allen egal, ne? Ja, gut. Wir haben jetzt erhöhte Fähigkeit für kritische Treffer. Das ist doch auch ganz nice. Wir hauen hier einfach so schnell wie möglich ab. Wir haben hier kein weiteres Business. Vor Dieben muss man übrigens aufpassen. Hier, der Junge, der hinter mir herrennt, ist ein Dieb. Die sind nämlich durchaus in der Lage, mir einfach irgendwas zu klauen. Große Aufgabe. Achso, okay. Ich bin offensichtlich kein Blatt begegnet. Da bin ich ja froh, dass ich das wieder gemerkt und es aber auch nicht passiert ist. Wow. Laser ignorieren dich. Genau, das finde ich cool. Dann kann ich mich durch die Bewegungslaser-Dinger einfach durchlaufen, ohne dass mir da was passiert. Das finde ich gut. Okay, hier geht es direkt los. Wir sollen hier eine Truhe organisieren. Aus der Truhe ein Testament. Du bist tot und willst, dass dein Geld für die Ausbildungskosten deiner Kinder gespart wird? Nix da. Es geht in den Widerstand. So, alles klar. So. Dann haben wir hier Beweise aus einem Tresor. Dafür kriegen wir einen Einfrierstrahler. Hier kriegen wir übrigens Geld. Hier sollen wir einen Zahn von der Person organisieren. Dafür kriegen wir eine Küchenmaschine. Verwandelt fast alles in Nahrungsmittel. Genau, das habe ich nämlich auch noch gekauft tatsächlich. In der Runde, die jetzt nicht erschienen ist. Das ist ein Gegenstand, mit dem man, wie gesagt, alle möglichen Gegenstände in Nahrungsmittel und damit in Gesundheit verwandeln kann. Das finde ich ist recht praktisch. Kann ich nicht öffnen. Ich glaube, ich muss den Kollegen hier dafür platt machen. Tut mir leid. Tut mir leid, Jung. Du bist ein notwendiges Opfer. So mal, ich dachte... Ach so. Ja, okay. Den habe ich jetzt mit dem Generator in die Luft gesprengt. Tut mir echt sehr leid, aber dadurch haben wir wenigstens mal einmal keine Gesundheit verloren. Finde ich auch cool. So, bei dem können wir uns theoretisch noch eine Mission holen, aber ich sag mal, im Moment bin ich eigentlich schon zufrieden, wenn wir einfach mal nur das machen, was wir tatsächlich tun müssen. Ist ja jetzt nun doch auch schon ein paar Mal passiert, dass wir nicht ganz so weit gekommen sind und langsam wollen wir auch mal ein bisschen mehr vom Spiel sehen. Wir wechseln erstmal zur Pistole, falls der Kollege hier direkt aggro wird. Wird er nicht. Dann wechseln wir tatsächlich wieder zur Granate und gucken mal, ob wir die Granate eigentlich auch einfach da so hinwerfen können. Können wir. Oh wow, alles klar. Aber er ist jetzt sauer, das ist auch irgendwie nachvollziehbar. Ich hätte eigentlich gedacht, dass er schon ein kleines bisschen mehr auf die Nuss bekommen hat. Durch die Granate. Ah, jetzt haben wir seinen Baseballschläger. Komisch, hat er den Schlüssel denn da schon liegen gelassen? Ich im Eifer des Gefechts gar nicht drauf geachtet. Okay. Ja, hat er, in der Tat. Okay. Naja. Haben wir allerdings wieder auch nicht mehr so richtig doll Gesundheit. Wir haben den Eisstrahler. Cool. Damit kann man Leute einfrieren, nehme ich mal an. Ich glaube, ich muss hier... Ach so. So, jetzt schalten wir mal auf den Baseballschläger durch und... den Zahn bekommen und die Küchenmaschine. Und die werden wir jetzt auch gleich mal benutzen. So, was können wir denn da mal reinstopfen? Eigentlich haben wir im Moment nicht wirklich Dinge, die wir immer... Okay, erhöht deine Chancen auf kritische Treffer auf 100%. Immer kritische Treffer. Okay, alle 20 Sekunden. So, mal habe ich jetzt die... Ich muss mal einmal sehen. Ich habe tatsächlich die Baseballkeule schon verbraucht. Also die halten aber auch immer wirklich nicht lang. Vielleicht finden wir auch... Pass mal auf, wir haben schon lange keine Mülltonnen mehr durchsucht.
Wie du, suchen jetzt nochmal ein paar Mülltonnen und alles, was wir in den Mülltonnen finden, das hauen wir mal in die Küchenmaschine rein. Und das ziehen wir dann uns rein und hoffen, dass wir dann mal ein bisschen über die Gesundheit 19 hier rüberkommen, weil das ist ja echt nicht toll. Oder wir holen uns wirklich noch die Mission von dem... Ich weiß nicht. Achso, Veränderungskabine, das wollen wir jetzt gerade nicht machen. Ach, 2 Mülltonnen, wie schön. Geld, auch nett, nochmal Geld. Wir wollen aber eigentlich mal irgendeinen Gegenstand finden. Ach, ins Fenster klopfen. Eine Banane, sehr gut, können wir direkt essen. Gibt 10 Gesundheit. Ist natürlich auch mal interessant zu wissen, was passiert, wenn wir echte Lebensmittel in den Food Processor packen. Sind die dann nahrhafter oder schießen wir uns damit ins eigene Bein, weil die dann in der Gesundheitswirkung nachlassen? Oder was passiert dann eigentlich? Okay, egal. Ich glaube, mehr Mülltonnen gibt es hier einfach nicht. Also mit Gesundheit 29, wir haben noch ein Steinchen gefunden und wir brauchen den Stein nicht, weil wir sind ja eh laserresistent. Das heißt, wir kombinieren den jetzt tatsächlich mit dem Food-Prozessor. Und hier haben wir jetzt einmal Essen bekommen. Okay, das hat ein bisschen was gebracht. Immerhin. Ja, das finde ich auf jeden Fall cool. Das ist ein cooler Gegenstand, die Küchenmaschine. Noch mehr Geld. Sag mal, Moment mal. Ich meine, wir müssen das ganze Geld sammeln. Selbst wenn wir die Mission jetzt hier unten nicht machen, dann können wir doch bei dem Kollegen vielleicht Essen kaufen. Im Laden kaufen. Wow, das ist aber alles teuer und sieht auch eher nur nach Drogen gelöt aus. Vielleicht gibt es ja noch irgendeinen anderen Händler. Die Zeit... Ach nee, was will er denn jetzt von mir? Das ist ein Blatt, ne? Den muss ich jetzt töten. Ach nö. Genau. Genau. Kümmert euch mal um den für mich. Habt ihr gut gemacht. Ich verpiss mich jetzt hier auf jeden Fall mal so schnell ich kann. Oh nee. Der ist, glaube ich... Nee, er ist nicht schneller als ich. Ich laufe allerdings in die falsche Richtung. So, ich muss jetzt doch wieder unten rum und hoffe, dass jetzt der Polizist mich nicht nochmal... meiner nicht nochmal angesichtig wird. Ist leer. Okay, wir laufen jetzt zum Ausgang. Es reicht! Mann, sind das viele Polizisten hier. Als Gangster nicht unbedingt das Environment, das man sich wünscht. Ey, sag mal, wieso? Achso, weil ich theoretisch noch die Mission große Aufgabe nicht abgeschlossen. Ja, wisst ihr was? Scheißegal. Wir wollen hier auch mal überleben. Okay, Wasser plus Elektrizität gleich Schmerz. Kopfgeld auf deinen Kopf. Vertraue niemanden. Ah ja, okay. Das ist auch immerhin schon Ebene 3. Allerdings ein bisschen mehr Gesundheit wäre geil. Wir sehen auf jeden Fall erstmal zu, dass wir hier den Kollegen hier umlegen. Das ist eh ein Blatt, den müssen wir eh platt machen und dafür einen Schutzhelm kriegen und uns da wirklich jetzt... hier, komm, ich habe doch noch ein Food. Kann ich noch irgendwas bauen? Ja, ich kann doch hier die... Nee, das kann ich nicht. Das ist... Fast alles kann ich, naja, okay, fast alles kann ich umwandeln. Na gut, okay, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir jetzt hier mal den Eisstrahler versuchen, gebührend zu nutzen, damit wir jetzt hier nicht gleich sofort sterben und laufen jetzt hier erstmal in Richtung Schutzhelm. Sag mal, was ist das denn jetzt? Okay. Schwein gehabt. Mann, ey, sag mal, ach so, das sind die, ach, weil ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt ist. Jetzt verstehe ich überhaupt erst. Okay, also mit so wenig Gesundheit ist es einfach uncool, trotz Küchenmaschine. So. Nun habt ihr auch mal den Gangster gesehen. Ja.
Also im Grunde ist es so, wir könnten jetzt einfach alle sequenziell durchspielen. Mein Eindruck ist aber, dass es doch besser ist, sich erstmal auf Charaktere zu konzentrieren. Das habe ich in der Offline-Spielsession gemerkt. Also beispielsweise mit dem Dieb. Dieb ist eigentlich, fand ich jetzt vom Spielgefühl, recht ähnlich wie der Gangster. Also klar, wir haben noch als zusätzliche Fähigkeit eben, dass wir so mit Brechstange einbrechen können, dass wir Dinge klauen können etc. Hacker ist echt wirklich, wirklich schwer. Also wir können zwar von außen direkt in den Computer rein und da Unfug dann in den Gebäuden stiften, wie irgendwelches Gas auslassen oder Licht ausmachen oder meinetwegen die Stoßbolzen oder die Falltüren öffnen bzw. betätigen und öffnen. Ist aber wirklich knackenschwer, weil der Typ hat keine Waffe kann auch wirklich nicht hart zuschlagen. Ne? Also hier Stichwort schmächtiger Nerd steht unten links unter Merkmalen. Also ich würde tatsächlich mal, weil ich mit dem Arzt doch eigentlich mit am besten zurechtgekommen bin, jetzt nochmal eine Runde mit dem Arzt spielen, da mich auch weiter ein bisschen darauf konzentrieren und mal gucken, dass wir ein bisschen mehr vom Spiel zu sehen bekommen. Und es geht los. Vorausgesetzt natürlich, wir schalten nicht noch weitere Charaktere frei. Das ist natürlich dann auch immer mal noch ein Versuch wert. Und wir werden auch noch den Dieb und den Hacker auf jeden Fall auch noch zu Gesicht bekommen. Genauso wie den Gorilla. Den habe ich eben noch vergessen zu erwähnen. Das machen wir auf jeden Fall alles noch. Aber wenn wir zumindest die Chance haben, in einer Runde auch ein bisschen weiterzukommen noch, nehme ich jetzt mal den Arzt. Ich soll hier einen Arztkollegen retten und hier soll ich irgendwas organisieren. Beweise, okay. Wir retten erstmal unseren Arztkollegen. Und der Arzt hatte jetzt die besondere Fähigkeit, mit Chloroform zu agieren. So, das ist denen egal. Wow. Oh. Ja, so geht es natürlich nicht. Wir probieren es aber nochmal. Da sollen wir einen Gegenstand einstecken, dann machen wir doch das mal als erstes und versuchen jetzt wirklich nochmal ein bisschen klarer uns auf den Stealth-Ansatz zu konzentrieren. Also. Schraubenschlüssel. Wir betäuben die Leute jetzt hier einfach alle nacheinander. Komm, es reicht jetzt. Du hast mir gut bewiesen, dass du schnell laufen kannst. Okay. Wisst ihr was? Dann verpassen wir mir jetzt doch eins mit dem Betäubungsgewehr. Boah, Mann. So. Daneben. So. Platt. Ladicado. So, was haben wir jetzt hier eigentlich gesammelt? Dietrich. Okay, jetzt haben wir hier den ganzen Laden im Prinzip mehr oder weniger
bewusstlos gemacht, bis auf die zwei Kollegen hier. Der hatte den Schlüssel. Wisst ihr was? Ich würde nochmal sicher gehen. Ich werde den Typen auf jeden Fall auch noch betäuben. Der scheint völlig stoisch darum zu stehen und sein Schicksal zu erwarten. Ah, der hat Essen. Gut. So, dann können wir uns jetzt mal hier aus der Truhe und aus dem Kühlschrank bedienen. Wir essen mal die Sachen, die wir gefunden haben. Fraß heißt das Zeug, ist auch gut. So, okay. Wir haben auf jeden Fall hier schon ganz schön einen Haufen Zeugs. Auf jeden Fall sollen wir jetzt hier einen Generator zerstören und kriegen dafür die Küchenmaschine. Das finde ich gut. Dann haben wir auf jeden Fall deutlich mehr Möglichkeiten, uns Nahrungsmittel zu organisieren. So, wir müssen ja auf jeden Fall stealthy vorgehen. Viele andere Möglichkeiten bleibt uns als Arzt sowieso nicht. So. Dietrich benutzen. Ja, wir benutzen den Dietrich. Oh nee. Nein, nein, nein. Och. Und ein drittes Mal. So können wir die Leute auch ablenken. Trottel. Oh. Mann, jetzt muss ich mal schnell genug sein. Okay. Ein bisschen können wir ja auch hauen mit dem Doktor. Wie gesagt, keine Ahnung, ob das wirklich nötig war. Sklaven befreien. Ich habe im Moment gar nicht im Kopf, was eigentlich die große Mission vom Doktor ist. Okay, also um die Sklaven zu befreien, muss ich einfach nur die beiden Sklavenhalter, Sklavenwächter betäuben und fertig. So, und jetzt können wir auch mal wieder in eine zweite Runde rein. Wie schön. So, Laser ignorieren dich. Fein. Müssen wir uns als nächstes also nicht mehr
damit bemühen. So, und jetzt hoffe ich mal, alle guten Dinge sind drei, dass wir jetzt in dieser Runde auch wirklich mal wieder ein bisschen mehr auf die Reihe kriegen. Gangster Creep. Okay, den sollen wir retten. Dann aus dem Gefängnis ausbrechen. Also sollen ja mehrere Leute, also müssen im Prinzip das Gefängnis einfach öffnen. Und hier sollen wir von einem anderen Creep wiederum eine Platine einstecken. Also nur weil einer der Creeps quasi unser Kollege ist, bedeutet das nicht automatisch, dass alle Creeps unsere Kollegen sind. Okay, wir haben jetzt den Generator runtergefahren, das habe ich auch noch nie gemacht. Das ist auf jeden Fall ganz interessant. So, den Arzt finde ich schon ganz cool. Also hier habe ich jetzt eben erstmal den Wächter betäubt. Aha, Behandlung für abbrechend Gegenstand geben. Fertig. Okay, in die Mitte mache ich einfach nichts weiter. Du kommst einfach mal mit. Wir laufen jetzt hier zum Eingang und bringen dich dann damit weg. So, komm her. Siehst du hier? Ja. Ach, zum Levelausgang. Ui, jetzt müssen wir komplett in die andere Richtung nochmal laufen. Egal, das machen wir dann jetzt mal. Dann spazieren wir hier mal durch, lernen alles kennen. Ach so, hier sieht das also aus. Mit diesen Sklaven sehen aber auch echt krass aus. Mit diesen krassen Brillen, wo sie entweder in Virtual Reality oder nichtssehend in der Gegend rumhängen. Ich vermute eher Letzteres, ehrlich gesagt. So brutal wie dieses Spiel hier ist. Genau, so. Was ist das denn eigentlich hier? Was haben wir jetzt hier gerade gekriegt? Gutschein für kostenlose Ware. Kannst du in jedem Laden einlösen, einen Gegenstand deiner Wahl kostenlos erhalten. Ja, das ist doch nice. Da können wir noch eine Mission akquirieren, wenn wir wollen. Wir machen uns jetzt erstmal. Wo machen wir uns jetzt überhaupt hin? Da kriegen wir auch nur Geld. Hier kriegen wir einen Munitionsdieb. Was ist so ein Munitionsdieb? Teleportiert die Munition von der Schusswaffe einer Person in die Schusswaffe, die du trägst. Okay. Eine Banane. Das ist ja auch toll. Bananen sind toll. So. Nicht nur im wahren Leben, sondern auch hier. So, wir machen jetzt auf jeden Fall hier mal so ein bisschen uns das Leben einfacher. Und hoffen mal, dass wir jetzt hier ein bisschen durch Stealth. Ach so. Ah ja. Nice. Das war ja recht einfach. Puh, sag mal irgendwas einfach hier. Also mit dem Arzt spiele ich wirklich ganz gerne. Auch wenn wir in dieser Runde da auch schon ein paar Mal auf die Nuss bekommen haben. Was ist hier denn los? So kann ich natürlich auch relativ schnell an Geld und damit relativ schnell an weitere Ressourcen kommen, indem ich einfach Leute K.O. mache, denen ihre Sachen wegnehme und die dann in Shops verkaufe. Das scheint mir eine veritable Strategie zu sein. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier vielleicht zum Beispiel dem Missionstypi auch mal was verkaufen können. Wir könnten zum Beispiel mal den Polizei... okay. Habe ich dafür das Geld bekommen? Das habe ich nicht richtig hingeguckt. Probieren wir es einfach mal. Ich glaube, wir brauchen sich nicht diese ganzen Waffen. Was würden wir nochmal abgeben wollen? Ich würde einfach das Messer mal sagen. Nee, das legen wir tatsächlich nur ab. Okay, das können wir zum Glück dadurch auch wieder aufheben. Motivation bieten. Das kann man ja mal einmal ausprobieren. Ach so, okay. Dann müsste ich ihm tatsächlich irgendwas geben.
Okay, eigentlich müssten wir mal so einen Verkaufsgenerator, so eine Verkaufsstation mal finden. Das wäre eigentlich cool. Das ist so ein Eigenschaften verbessern. So, ne, mit dem Polizisten wollen wir nichts zu tun haben. Geld oder mal ein Lagern. Lagern. Ach so, aber da kann ich jetzt, glaube ich, schon Sachen verkaufen. Gucken wir mal. Wir nehmen das Messer mal, das bringt 6. Dein Gegenstand wurde in die sichere Aufbewahrung gebracht. Ach so, wir müssen Geld bezahlen und dann können wir diese Gegenstände wahrscheinlich entweder in anderen Läufen oder in der nächsten Ebene benutzen. Keine Ahnung. Gut, über ein Messer mehr, warum nicht? Darüber freue ich mich dann irgendwann später. Ich würde wirklich gerne mal wissen, wo wir jetzt hier eigentlich mal Gegenstände verkaufen können. Haben wir hier eigentlich einen Hinweis auf der Karte vielleicht? Drogendealer, Drogendealer. Klonmaschine, Munitionsverteiler. Ich glaube, es geht hier einfach nicht. Und wir konzentrieren uns jetzt einfach mal auf die letzte Mission. Wir sollen hier so eine Platine von so einem Creep einstecken. Fatt. Sehr gut. Noch Essen. Könnte natürlich einfach trotzdem aus Scheiß noch die Sklaven befreien. Ja, habe ich mal gemacht. Einfach mal moralisch sein, so ohne Grund. Das passt doch zum Arzt. So. Machen wir hier mal zu, damit die Polizisten, damit denen jetzt nicht noch was auffällt. Hier mal so ein. Einen so einen Gegner mal platt gemacht. Boah, alles klar, okay. Der hat mich direkt gesehen. Jetzt kriegt er was mit dem Betäubungsgewehr. Also ein Nachteil hat es ja schon, dass ich die Statistik jetzt auf den linken Stick als Drückbutton gelegt habe. Da komme ich nämlich manchmal als Versehen drauf. Ist aber egal. Ich finde, wir sind hier ziemlich gut durchgekommen. Können wir noch mal einmal essen. Niemand gestorben, haben wir noch ein bisschen Geld dafür bekommen, warum auch immer. Ich meine, theoretisch könnten wir noch jemanden umlegen, aber vielleicht gilt es auch einfach, vielleicht gilt die Bewertung einfach bis zur Erfüllung der letzten Missionsaufgabe. So, und ich finde eigentlich, dadurch es doch relativ gut gelaufen ist, machen wir jetzt hier auch noch die Mission vom, wie soll ich mal nennen, vom Barkeeper oder so, genau. Ja, also wenn man sich wieder ein bisschen eingewöhnt hat, ist es auf jeden Fall mit dem Gamepad einfacher zu spielen. So, wir nehmen die Mission an. Wir sollen einen Dieb neutralisieren, bekommen dafür Chicken Nuggets. Ja, das mache ich doch sehr gerne. Mit den Chicken Nuggets können wir nämlich auch dann unsere Zukunft beeinflussen, nämlich die Schwierigkeit bzw. Einfachheit zukünftiger Läufe. Uiuiui, okay, das boah, Alter. Ich weiß wirklich nicht, ob das so eine gute Idee war. Ich will mal versuchen. Also durch den kann ich nicht einfach durchschießen. Okay, es ist tatsächlich so, dass nur der beeinflusst wurde. Ich hatte nämlich jetzt echt die Befürchtung, dass der Kollege mir hier die anderen dann auf den Hals hetzt. So, was ist hier eigentlich los? Nee, das ist aber irgendwie so eine komische, tote Ecke. Ich hätte erst gedacht, dass es da vielleicht in so eine geheime Unterschlupf geht oder so. Mission. Abschließen. Cool. Achso, für die Teilmissionen kriegen wir schon die niemanden getötet, Bonnie. Große Aufgabe. Zerstörung, niemand getötet. Erhöhte Wählbarkeit. Aha. Achso, erhöhte Wählbarkeit. Wir können also jetzt. Ich vermute, dass damit gemeint ist, dass wir ja auch fortgeschrittene Merkmale wählen können. Ausdauer. Glitschiges Ziel. Graziös.
Ich finde tatsächlich schwieriges Ziel am besten, weil wir doch als Arzt nach wie vor so ein bisschen einen Nachteil in der direkten Konfrontation haben. Und wir sind nochmal wieder Aufruhr, Aufruhr, Aufruhr. Alles klar, wir sind wieder in der dritten Ebene gelandet. Das finde ich cool. Das haben wir immerhin dann jetzt schon das zweite Mal diese Episode geschafft. Damit würde ich sagen, dass trotz der mehreren Anläufe, die wir gebraucht haben, gerade auch mit dem Arzt, das jetzt langsam doch eine verhältnismäßig erfolgreiche oder zumindest erfreulichere Folge wird. Sagen wir es mal so. Ich bin gar nicht sicher, ob ich da rein muss. Muss ich, glaube ich, nämlich gar nicht. Ich mache das trotzdem mal. Oh Mann, das war aber jetzt doch nicht so schlau. Naja, egal. Dafür können wir uns jetzt hier gleich die Schatztruhe schnappen. Was ist das denn? Stärke-Armband gehört wahrscheinlich in ein viel mittelalterliches Fantasy-Spiel. Aber wen interessiert das? Erhöht deine Nahkampfstärke. Ja, genial. Ich meine, eigentlich sind wir jetzt nicht so der Nahkampfspezialist, aber wenn es uns dann doch jetzt mal passiert, dann sind wir auf jeden Fall besser ausgestattet. Aufruhr. Okay, die Leute drehen hier alle völlig durch. Ja, genau. Haut euch mal alle gegenseitig. Das könnt ihr gerne machen. Warenverteiler, mysteriösen Gegenstand kaufen. Dann habe ich jetzt. Nee. Das Betäubungsgewehr nachgeladen. Das finde ich cool. Sag mal. Nein. Lass mich in Ruhe. Boah, ich hatte zum Glück noch etwas Lebensmittel dabei. Jetzt habe ich zumindest schon wieder recht gute Gesundheit. Okay, also das Stärkearmband ist wirklich gut. 100 Schläge kriege ich da raus. Das finde ich wirklich genial. Unsichtbarer wieder. Mann, Mann, Mann. Ist wieder hier in seinem eigenen Feuer niedergegangen. Okay. Sag mal, aber wir haben doch eigentlich, wenn ich nicht alles täuscht, haben wir. Nee, wir haben nicht die Küchenmaschine. Das ist bedauerlich. So. Wir wollen diese Person eigentlich neutralisieren. Dann machen wir das doch auch mal. Und zwar stellen wir dafür direkt mal das Betäubungsgewehr ein. Oh nee. Dafür hätte uns jetzt doch graziös geholfen. Okay, jetzt warten wir in Ruhe. Tschüssikowski. Chicken Nuggets. War natürlich eigentlich nicht nötig, aber wir hatten die Möglichkeit und wir haben sie genutzt. Ich meine, sind die Polizisten nicht auch noch ausgerastet? Wir haben eine Erfahrungsstufe gewonnen, weswegen sich unsere Gesundheit aufgefüllt hat. Das ist natürlich zum einen schön, zum anderen blöd, weil wir nämlich da unsere gesamte Nahrung vorher ausgegeben haben, gerade um unsere Gesundheit zu stabilisieren. Das können wir versuchen, in Zukunft auch im Blick zu behalten, dass wir einfach immer, wenn wir uns dem Umschlagspunkt nähern, was die Erfahrung angeht, einfach erstmal nicht alles Essen verzehren. Gerade, ich meine, wir hatten ja auch die Hälfte der Gesundheit übrig. Okay, da kriegen wir einen Ghetto Blaster, wenn wir einen Generator zerstören. Auf geht's. Nicht vergessen, hier ist immer noch Aufruhr. Die Leute drehen immer noch am Rad. Keine Ahnung hier, was sie denen hier ins Trinkwassergarn hauen haben, dass sie hier alle so völlig am Durchdrehen sind. Ja, der Junge möchte mir auf jeden Fall auch noch ans Leder. Nutzt einfach mal die Gunst der Verwirrung.
Er hat den Schlüssel. Ich bin dazu geneigt, jetzt tatsächlich noch einen Betäubungspfeil auszuspielen, abzuschießen vielleicht. So. Ja, blub, blub, blub. Okay. So, da ist dann Turin drin. Oh nein, jetzt habe ich auch noch die Pfeile darauf geschossen. Jetzt haben wir noch zwei solche Pfeile. Das ist natürlich wirklich blöd. Hier holen wir erstmal das ganze Zeug. Vielleicht finden wir auch irgendwo noch so eine Station, wo wir unsere Munition nachladen können. Wie sieht es hier aus? Hier können wir nur spielen. Hier können wir auch nur spielen. Das wollen wir nicht machen. Wir können uns aber noch mal ein bisschen hier an den Mülltonnen vergreifen. Wer schmeißt hier eigentlich mal Geld weg? Sind wir hier noch im Slum und die Leute schmeißen Geld weg? Wisst ihr was? Wir haben eigentlich. Nee, wir haben nicht genug Geld. Aha, damit könnten wir wieder irgendwas. Verteiler. Ach! Okay. Und wir hauen ab. Freigeschalteter Mutator. Gebiet entfernen. Slum. Okay, keine Ahnung. Beunruhigende Gesichtsausdrücke. Feinde laufen mit höherer Wahrscheinlichkeit während eines Kampfes weg. Verräter. Nahkampfangriffe von hinten verursachen zweifachen Schaden. GPS. Alle Kartenmarkierungen sind zu Beginn der Level vollständig gefüllt. Ich würde die beunruhigenden Gesichtsausdrücke nehmen, denn damit können wir ein kleines bisschen weiterhin den Offense-Nachteil des Arztes ausgleichen. Also jetzt haben wir einen Helm. Wir haben den Stärkering. Wir haben die beunruhigenden Gesichtsausdrücke. Ja, ich würde sagen, läuft doch. Wir können auch den Ghetto-Blaster mal benutzen. Oh nee, ich wollte ihn nicht einfach so benutzen. Naja, okay. Wie dem auch sei. Wir haben es jetzt getan. Es ist auch noch ewig viele Waffen schon gesammelt, die wir eigentlich alle überhaupt nicht brauchen. Da müssen wir auch mal gucken, dass wir die verkauft bekommen. Okay, wir sollen hier neutralisieren und bekommen dafür einen Türsprenger. Und hier sollen wir ein Testament wieder mal finden. Wir holen uns erstmal den Türsprenger. Bananchen. Bananchen schmecken gut. Bananchen sind so gut. So. Hier geht's rein. Ich find's einfach zu herrlich. So. Den mussten wir echt nur betäuben. Also teilweise ist es dann doch mit dem Doktor schon angenehm einfach. Auf jeden Fall Generatorsprengen ist auch immer gut, um die Bullen abzulenken. Hier bei diesen komischen Gleisen müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass da nicht irgendwelche Wagen platt fahren. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, hier jetzt lang zu laufen. So, es hat geklappt. Wir laufen jetzt hier auf jeden Fall weiter und wir müssen hier wieder in dieses unsympathische Industriegebäude rein. Da haben wir auch schon den Gegenstand, den wir finden sollen. So. Wow, alles klar. Also bei dieser Tür haben wir es hier direkt mit einer Kamera zu tun. Wir können aber auch einen Zünder platzieren oder einen Dietrich benutzen. Ich würde sagen, wir benutzen mal den Dietrich. Und jetzt hoffe ich mal, dass die Kamera auch irgendwann nochmal nach ganz rechts geht. Tut sie. Wow. Komm, jetzt können wir mir die ganze Offensivbatterie hier alles zum Einsatz gekommen. Versuche den Zünder zu entschärfen. Nee, nee, das machen wir nicht. Warum sollen wir das machen?
Wow, das ist ja hier regelrecht Rätselstyle hier. Laser ignorieren mich. Wie toll ist denn das? So, ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendeinen Alarm nur ausgelöst. Nee, ich muss hier nur wieder rauswandern. Ja, sag mal, ich glaube, das war's schon, ne? Wir können hier abhauen. Hier hin teleportieren. Ja, können wir. Und weg. Großer Aufgabeabschnitt. Keine Waffen verwendet. Ja. Okay. Schlimmster Albtraum der Wände. Einfacher Menschen durch Wände zu stoßen. Aha. Ja, das machen wir doch einfach mal. Vielleicht können wir damit sogar direkt jetzt durch Wände durch. Dann sind wir als Doktor quasi nicht mehr aufzuhalten. Industriegebiet Nummer 2 sogar schon. Okay. Also es ist wirklich so, man kann sich erstens, glaube ich, an Charaktere gewöhnen. Also ich glaube schon, dass man auch mit Offense-Charakteren gut klarkommt. Und das möchte ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen üben. Aber im Moment habe ich den Eindruck, dass es mir mit dem Doktor wirklich leichter fällt. So. Falls ihr das Spiel auch spielt, würde es mich mal interessieren, mit wem ihr eigentlich besser klarkommt. Creep neutralisieren, um Geld zu bekommen. MacGuffin-Muffin aus der Truhe. Sklavenhelm-Entferner. Ja. Ich würde fast sagen, wir sind jetzt hier schon bei Minute 47 in dieser Folge und daher würde ich jetzt hier mal einen Cut machen und es geht einfach an dieser Stelle in der nächsten Folge weiter mit Streets of Rogue. Ihr kennt das Spiel, wenn es euch gefallen hat. Trotz der mehreren Fehlversuche würde ich mich über Likes und Abos freuen und ansonsten sehen und hören wir uns das nächste Mal.